Hallo liebe Pfeifenfreunde, hallo liebe YouTube-Abonnenten, hallo liebe Daheimgebliebenen, ich bin zurück von der ersten internationalen Pfeifenmesse in Stuttgart. Ja, man hat mich wieder aus dem Schwabenland herausgelassen in das wunderschöne Baden und möchte mich auf diesem Weg beim ganzen Organisationsteam, bei Volkmar und bei Tanja für die tolle Messe bedanken. Ich zeige euch hier in diesem Video ein paar Impressionen und natürlich auch, was ich an Beute gemacht habe. Zuerst möchte ich aber ein bisschen was zur Organisation und zur Messe allgemein sagen. Also, ich war ja schon auf vielen Messen, aber diese Messe hat für mich ein neues Niveau erreicht, weil das, was ich heute geboten bekommen habe, das war wie ein großes Familienfest. Es gab kein böses Blut, es gab nur nette Worte, tolle Gespräche. Es war einfach nur gigantisch und die Organisation war echt super. Was mir auf der Messe besonders gut gefallen hat, man hat als Besucher das Gefühl gehabt, man ist mitten dabei. Man ist mit allen Leuten ins Gespräch gekommen, die Pfeifenmacher haben sich mit einem unterhalten und man hat über alles Mögliche gesprochen und irgendwann kam so die Frage, wollen wir uns jetzt eigentlich mal über die Pfeife unterhalten, die du seit gefühlt 10 Minuten in der Hand hältst? Also da war überhaupt kein Kaufzwang oder Druck, das war alles ein lockeres Gespräch, das war einfach herrlich, das hat einfach nur Spaß gemacht und ich hoffe, dass das die ganzen Besucher genauso gesehen haben wie ich auch. Und jetzt machen wir doch einfach mal einen virtuellen Rundgang.
Ja, das sind so einige Schönheiten doch auf dem Tisch. Man muss auch dazu sagen, es war die erste internationale Pfeifenmesse, also es gab auch viel Internationales zu sehen. Und kulinarisch war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Ja, und auch ich konnte nicht Nein sagen und musste bei zwei Pfeifenbauern zuschlagen und die andere, die wird noch eine kleine Überraschung. Das dauert aber noch bis Ende des Jahres, so ungefähr. Der Pfeifenbauer, den ich jetzt hiermit meine, der fühlt sich mit Sicherheit angesprochen und ich wollte mich auf diesem Weg nochmal ganz herzlich für das tolle Gespräch bedanken und ich bin mal echt gespannt. Und du weißt ja, nie wieder Schatzi. Ja, vielleicht kennst du eine oder andere ja. Also ich krieg persönlich immer einen leichten Aggress, wenn man dann so zu seiner Freundin oder Frau Schatzi sagt, weil man sich nicht entscheiden kann zwischen Schaf und Ziege. Und darüber hatte ich mich mit dem Pfeifenbauer unterhalten und wir haben gemeinsam herzlich gelacht. Und seine Freundin oder Frau, das weiß ich nicht, ob die beiden verheiratet sind, hat ebenfalls gelacht und fand es witzig. Also es war für mich eher heute wie ein großes Familientreffen. Eine tolle Messe. Nochmal Dankeschön, Volkmar, für die tolle Organisation. Und jetzt schauen wir uns meine Beute an. Die erste Pfeife, die ihr hier seht, ist eine Markus Meier. Und die erinnert mich ganz stark an eine Sabinelli 320 KS. Und ich finde das Mundstück einfach nur genial und jetzt zeige ich euch von dieser Pfeife natürlich ein paar Detailaufnahmen und dann kommen wir zur zweiten Pfeife. Ihr wisst ja, mein innerlichstes Herz ist immer noch weiß-blau. Und als ich bei diesem Pfeifenbauer den bayerischen Dialekt gehört habe, da hatte er mich schon. Das wusste er aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe zugeschlagen bei einem Pfeifenbauer Stefan Reisinger. Und diese Pfeife, die ich mir bei ihm rausgesucht habe, die hat mich aufgrund des Mundstücks und der Applikation angesprochen und es war einfach nur der Haben-Will-Faktor vorhanden. Schaut euch doch mal dieses schöne Stück an. Ja, soweit mein Messebericht und ich werde noch sehr lange von diesem Tag zehren und möchte mich bei allen bedanken, die ich mal wieder gesehen habe oder das erste Mal kennengelernt habe. Es war ein wunderschöner Tag mit euch und ich freue mich schon auf das nächste Zusammentreffen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch ein tolles Wochenende und sag: I've spread my wings and fly, euer Eagle Pipe.